Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Weihnachten, da wird ja die Geburt von Jesus Christus gefeiert. Erst einmal. Aber auch für viele Nichtchristen ist es eine Zeit der Besinnlichkeit und Spiritualität. Mit Religion beschäftigt sich auch der Berliner Philosoph Professor Dr. Wilhelm Schmidt-Begemann, heute in unserem Künstlerporträt. Wir von Radio Kaktus haben mit ihm gesprochen und denken, dass er ein gutes Beispiel dafür ist, wie man Spiritualität und Religiosität mit einer recht innovativen Denkweise neu betrachten kann. Zu Besuch in Münster war Professor Schmidt-Begemann übrigens, um einen Preis abzusahnen. Ganz genau. Ihm wurde nämlich der Hamann-Forschungspreis verliehen. Türkan, du warst ja mit dabei bei dieser Preisverleihung in der Aula des Münsteraner Schlosses. Und du hast einige spannende Theorien mitgebracht. Aber zuerst einmal, was genau ist eigentlich dieser Hamann-Forschungspreis? Ja, der Hamann-Preis wird von der Universität Münster in Zusammenarbeit mit der GWK, der Gesellschaft für Westfälische Kulturarbeit, verliehen. Und dieser gilt einer hervorragenden Leistung im Bereich der Geistes- und Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts. Ganz im Sinne des deutschen Philosophen Johann Georg Hamann liegt der Fokus der Auszeichnung auf Arbeiten zur Aufklärung und Aufklärungskritik. Dankeschön. Jetzt sind wir also schon mal um einiges reicher, was die Hintergrundinfos betrifft. Professor Dr. Wilhelm Schmidt-Begemann hat also den Hamann-Forschungspreis gewonnen. Und zwar mit seinem Werk Die Geschichte der christlichen Kabbala. Kabbala. Laien verbinden damit eher das Judentum. Also wir haben den Professor zunächst einmal gefragt, was Kabbala eigentlich bedeutet. Die Frage hat mich mein Sohn auch gefragt. Sag mir in 13 Worten, was Kabbala ist. Ich glaube, am zweckmäßigsten ist es zu sagen, ist der erste Satz der Bibel, der in der Kabbala, sei es die christliche, sei es die jüdische, interpretiert wird. Der erste Satz der Bibel lautet, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Klingt wie ein einfacher Satz. Professor Schmidt-Begemann fallen dazu aber noch Dutzende von Fragen ein. Es ist zunächst mal die Frage danach, was ist Anfang? Das ist gar nicht so leicht, weil nämlich die Frage, was vor dem Anfang war, die Vorstellung vom Anfang bereits voraussetzt. Das heißt, vom Anfang kann man immer nur erzählen, wenn es bereits angefangen hat. Wenn es also heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, war Gott dann da, bevor alles angefangen hat? Wenn man fragt, ist dieser Begriff im Anfang eventuell auch auf Gott anwendbar, dann stellt sich die Frage, hat Gott einen Anfang? Darf er nicht haben. Aber dann stellt sich gleich das nächste Problem, was macht man mit dem Beginn des Johannesevangeliums? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ist diese Auffassung nach Gott selbst der Anfang? Nicht ganz. Schmidt-Begemann sagt, es gibt einen Anfang in Gott, mit Gott. Welche Sorte Anfang ist das? Ein ewiger Anfang? Aber was soll das heißen? Ein ewiger Anfang. Und dann wird es kompliziert, weil nämlich die Frage ist, was kann man sich eigentlich vorstellen, wie anfängliches, ewiges Werden aussieht. Und da kann man nur mit einer Art negativen Theologie antworten. Nämlich, dass man feststellt, vor dem Anfang kann es keine Trennung von vor und nach gegeben haben, weil nämlich die Trennung von vor und nach schon voraussetzt, dass irgendein Anfang in der Mitte ist. Also muss das ursprüngliche Werden Gottes eines sein, das sich aus der Indifferenz, das heißt, wo es noch keine Trennung von Vor und Nach gab, in die Differenz, nämlich in das Vorher und Nachher teilt. Dieses ist nun aber dogmatisch von allererster Qualität, weil das nämlich die Trennung Gottes in sich selbst
als seine eigenen Anfänglichkeit und Trennung ist. Also nochmal zum Mitschreiben. In Gott steckt der Anfang. Dieser Anfang ist ewig und er schafft eine Trennung in Vorher und Nachher. Hat Gott also so etwas wie eine gespaltene Persönlichkeit? Und wie geht die Theologie mit dieser Schizophrenie um? Für Christen ist das der Beginn der Trinität. Ist nämlich der Vater als das sich in der Trennung zeigende Anfängliche und der Sohn als dasjenige, was vom Vater getrennt, aber aus dem Anfang stammend sich zeigt. Und da es sich um einen Prozess handelt, und ein Prozess an jeder Stelle kontinuierlich, diskret und homogen ist, braucht man ein Drittes, das nämlich den Anfang mit dem, was daraus geworden ist, verbindet. Denn sonst wäre es ja eine Trennung. Sie ahnen es. Der Kitt zwischen Vater und Sohn ist richtig, der Heilige Geist. Herzlich willkommen zurück im Künstlerporträt von Radio Kaktus. Heute mit dem Religionsphilosophen Schmidt Begemann. Wir haben mit ihm über Gott und die Welt gesprochen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ausgangspunkt war der erste Satz der Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Vorhin ging es um die Trinität. Und falls Sie erst gerade zugeschaltet haben, wir waren an dem Punkt, Gott, der Vater, ist der Anfang aller Trennung und sein Sohn ist das Ergebnis dieser Trennung. Ohne den Heiligen Geist wäre es eine sehr, sehr distanzierte Vater-Sohn-Beziehung. Hat man also die dritte Person als die gegenseitige Bezüglichkeit von Vater und Sohn, also den Heiligen Geist dabei. Dieses heißt zunächst mal nur im Anfang und eventuell das, was Gott ist. Aber es ist noch lange nicht, was Schuf heißt. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, war der Satz, um den es sich dreht. Und an dieser Stelle sind wir gerade erst beim dritten Wort. Tja, wie schuf Gott also nun? Wie geht's schaffen? Ist ja vorher nichts außer Gott. Und er muss ja etwas schaffen, was er selber nicht ist. Das heißt, zum ersten Mal muss er jetzt etwas denken, was dasjenige, was er vorher gedacht hat, nämlich sich selber in seinem Bezug auf seinen Sohn, nicht ist. Das heißt, er muss etwas außerhalb seiner selbst denken. Das darf aber auf der anderen Seite nicht ganz außerhalb seiner selbst sein, denn sonst wäre es ja völlig von ihm anders. Okay, Gott ist also dieser Vorstellung nach in der Lage, aus dem Nichts etwas zu kreieren, was er zwar nicht selbst ist, aber auch nicht ganz von ihm getrennt sein darf. Erinnert irgendwie an die Sache mit dem Heiligen Geist und dem Vater und dem Sohn, der Trinität also. Wie löst der Philosoph nun diesen Knoten? Dafür gibt es in der antiken Tradition schon die Sophia. Das ist die göttliche Weisheit. Derjenige, der die Bibel kennt, kennt das Buch der Weisheit. Und da steht das schon drin, dass Gott nämlich sich einen Plan macht von der Welt. Und dieser Plan, tja, was hat er eigentlich für eine Struktur? Gott hat sich bislang nur selbst gedacht, jetzt denkt er etwas, was er nicht war. Das heißt, jetzt gibt es zunächst einmal ein Inneres von Gott und ein Äußeres. Das Innere ist der Selbstbezug, das Äußere ist dasjenige, was er nicht mehr ist. Was er nicht mehr ist? Er war es also. Das ist eine höchst wichtige Angelegenheit, weil damit nämlich so etwas wie ein Raum entsteht. Es gibt nämlich ein Innen und ein Außen. Und wenn es ein Innen und ein Außen gibt, dann ist klar, da entsteht etwas Räumliches. Die Außenseite Gottes ist sozusagen die Weisheit, in der er sich uns offenbart, die er von sich uns wissen lassen will. Und dieses hat die Struktur, tja, einer Geistlichkeit, die zugleich Räumlichkeit ist. Denn die Welt ist ja noch nicht. Es ist ja nur, dass er sich vorstellt, wie die Welt ist. Gottes Schöpfung als Theorie auf dem Reißbrett also. Nun ist aber Vorstellen selber natürlich diese Trennung von innen und außen.
Aber man weiß nicht genau, was das eigentlich ist, dieses Außen. Ein Gedanke, ein Bild, ein Vorbild, ein Wort. Aber wie geht Wort, wenn man keinen Raum und keinen Schall hat? Oder wie die jüdische Tradition feststellt, dass dieses die Buchstaben der Tora seien, die Gott sich selber vorgestellt hat, weil nämlich dann das Wort, das christologisch besetzt ist, also christlich besetzt ist, durch die Buchstaben der Tora ersetzt wird. Und die Buchstaben der Tora seien diejenigen, wie soll man das nennen, virtuellen Möglichkeiten der Welt, die dadurch entstehen, dass Gott mit dem Buchstaben würfelt. Also das ist der Gesamtzusammenhang von Sinn, der mit den Buchstaben, die miteinander kombiniert werden, entsteht. Wir kennen nur diejenigen Buchstabenkombinationen, die wir lesen können. Aber es gibt, wenn man alle Buchstabenkombinationen nähme, die Möglichkeit, dass es unendlich viele andere Sinne gäbe. Sinne. Es gibt also nicht den Sinn, sondern ganz viele. Wenn Gottes Plan in den Buchstaben der Tora liegt, kann er dann die Buchstaben beliebig ordnen? Und jede neue Zusammensetzung ergibt dann einen neuen Sinn? Tja, so in etwa. Ist die Kabbala also das Würfelspiel mit den Buchstaben der Tora? Buchstaben lassen sich ja beliebig kombinieren. Und jede Zusammensetzung bedeutet eine neue Wirklichkeit. Leibniz hat einmal versucht durchzurechnen, wie viel Bibliotheksplatz man brauchte, wenn man die Buchstaben sämtlich, so klein wie möglich gedruckt, in allen Kombinationen zusammenbrächte. Und es ist mehr als die Oberfläche der Erde. Infolgedessen könnte sich die Weisheit Gottes in seiner Kombinatorik vorstellen. Von dieser Kombinatorik wissen wir nur, die jüdische Tradition, was in der Tora steht. Deshalb ist die Tora sozusagen in potentia die Fülle alles dessen, was wissbar ist. Oder in der christlichen Tradition das Wort Gottes, das dann in zweifacher Weise Fleisch wird. Auf der einen Seite wird das Wort Gottes dadurch materiell, indem der Gedanke Gottes, das heißt der Plan der Welt, Schnick durch Fiat, es werde, real wird. Das heißt also, eine Vorstellung von Anpackrealität entsteht, wohingegen vorher ja die Geistlichkeit da ist. Und diese Anpackrealität ist die erste Fassung der Fleischwerdung Gottes in der Schöpfung. Die zweite Fassung ist die Christologie und das Wort ist Fleisch geworden, die Weihnachtsgeschichte. Die dritte Vorstellung ist die der Wiederkunft des Herrn im Gericht. Das ist aber eine Angelegenheit, die nicht unmittelbar mehr mit der Kabbala zusammenhängt. Das waren mehr als 13 Worte. Doch ist die Kabbala damit erklärt? Wir sind noch nicht weit. Wir sind jetzt nur im Anfangsstuf. Wir haben noch nicht Gott, wir haben noch nicht Himmel, wir haben noch nicht Erde. Das ist auch eine Schwierigkeit. Die Frage nämlich, was der Himmel ist, ist ja nicht so einfach. Klar ist, dass der Himmel irgendwie die Nähe Gottes ist, vielleicht der Raum, der die Außenseite Gottes ausmacht, also der Raum der Weisheit. Das hatte ich ja eben mit dem Innen und dem Außen. Und die Frage, was dieses Innen und Außen ausmacht, macht dann deutlich, dass die Herrlichkeit des Herrn, die Außenseite Gottes ist, die den Himmel ausmacht. Das heißt, wir sind dann in seiner Weisheit und sind Teil seiner Weisheit. Das ist der Himmel. Für Christen, vor allen Dingen für die Renaissance-Christen der Kabbala,
ist das der Raum der Mariologie. Die Sophia und die kosmische Maria und die Mutter des Herrn sind typologisch eines. Ist gar nicht so schwer. Ich weiß nicht, wer von Ihnen katholisch ist und die entsprechenden Kirchenlieder kennt. Wunderschön prächtige, hohe und mächtige, liebreich, holdselige, himmlische Frau. Das ist die kosmische Mariologie, die diese Sophia beerbt. Das Lied ist von Laurentius von Schnüffis, glaube ich. Und das beerbt ziemlich exakt diese kosmische Mariologie. Das heißt also, die Aufnahme Mariens in den Himmel mit Leib und Seele, die erst 1950 verkündet worden ist, hat diese Tradition, die meistens von den Franziskanern vertreten worden. Was Maria genau mit dem Himmel zu tun hat und warum der Himmel und nicht etwa die Erde die Außenseite Gottes sein sollte, um Professor Schmidt-Biggemann das zu fragen, hatten wir leider nicht genügend Zeit. Aber um Maria geht es auch in der Weihnachtsgeschichte und natürlich auch um ihren Sohn Jesus. Zu Weihnachten freuen sich die Kinder vor allem auf den Weihnachtsmann. Das war ursprünglich mal der Nikolaus. Viele denken bei Weihnachtsmann und Nikolaus vor allem an Geschenke. Und natürlich, der Nikolaus hat Menschen beschenkt. Die Menschen, die nichts hatten, die Armen. Sollten wir in der Weihnachtszeit also nicht auch an die Armen denken und die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich in unserer Gesellschaft?